Und Afrika kommt auch zudem von einer extrem niedrigen Wirtschaftsbasis. Also ich sage das immer, also ein bisschen auch, ist ein bisschen gemein, so salopp, wenn ich Mandarinen lernen würde und ich lerne am ersten Tag 5 Vokabeln, habe ich 500% Zuwachs. Und so wird bei Afrika immer geguckt. Das ist ja toll, das ist ja, ja, wenn ich natürlich von diesen Wachstumsraten komme, die weit unter jedem anderen Kontinent liegen, dann habe ich ganz, ganz tolle Raten plötzlich. Es ist also absurd, dass man da nicht ansetzt und dass das Thema Bevölkerungsexplosion eine Fußnote in der deutschen Afrikapolitik ist. Wolfgang Drexler, 1963 in Göttingen geboren, lebt und arbeitet seit mittlerweile mehr als 35 Jahren in Südafrika mit längeren Reise- und Urlaubsunterbrechungen, aber zwischendurch immer mal wieder. Und zu der Gelegenheit haben wir dich dann heute auch abgepasst und eingespannt. Vielen Dank, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Seit 1991 ist er hauptberuflich vor allem als Journalist und Auslandskorrespondent tätig. Er hat, und das sind jetzt nur Schlaglichter, unter anderem für den Tagesspiegel geschrieben, für den Südkurier, die Wirtschaftswoche, Weltwoche, Cicero und einige mehr. Zwei Beispiele vielleicht noch. Die APUZ, der Bundeszentrale für politische Bildung, hat letztes Jahr einen überaus lehrreichen Text von ihm über die Abhängigkeit Nigerias vom Öl, den gewaltigen Bevölkerungswachstum und die wirtschaftlichen Probleme des Landes gedruckt. Und Anfang des Jahres hat er in der Bild-Zeitung über den Umgang Südafrikas mit dem Coronavirus berichtet und eine enorme Klickrate erzielt. Ich weiß nicht, wie viele waren es dann am Ende? Über 1 Million. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber natürlich schreibt Wolfgang Drexler seit 1995 hauptsächlich für das renommierte Handelsblatt, für das er als Afrika-Korrespondent mit Fokus auf Rohstoffe und Edelmetalle tätig ist. Ferner ist er regelmäßig als Experte auf Tagungen und Fachkonferenzen zu Gast. Auch unter der Flagge der Konrad-Adenauer-Stiftung und Hans-Seidel-Stiftung bist du schon aufgetreten. Ja, Wolfgang, du bist 1985 zum Studium an die Universität Kapstadt gegangen, Schwerpunkt African Studies. Damals war die Apartheid, salopp gesagt, in den letzten Zügen. Nelson Mandela, den du nach allem, was ich so gelesen hast, sehr verehrst oder auch sehr geschätzt hast, war noch in Haft. Wie hast du die Zeit in den 80er Jahren erlebt? Warum bist du überhaupt, hast du dich entschieden, nach Südafrika zu gehen? Ich meine, damals noch eine Diktatur, auch der Paria der Weltpolitik damals. Warum geht man 1985 nach Afrika? Was hat dich dort hingeführt? Also jetzt hast du weit ausgeholt. Ich will mal darauf fokussieren, warum ich eben 85 gegangen bin. Ich bin schon davor auch mal gegangen, nämlich genau vor 40 Jahren, also 1982. Jetzt in diesem Monat zum 40. Mal. Ich habe also Familienfreunde in Südafrika, westlich von Johannesburg farmen die im Platingürtel. Und der Nennonkel, ein guter Familienfreund, kam regelmäßig zu uns nach Göttingen und hat mein Interesse geweckt. Das ging dann schon im Leistungskurs Geschichte im Gymnasium los, Menschenrechte auf der Welt. Und da habe ich dann Südafrika bearbeitet. Das missfiel dem Onkel etwas und der sagte dann, pass mal auf, guck dir das doch mal an, wie das bei uns ist. Ein bisschen komplexer, als du es hier darstellst. Und so bin ich dann 82 runter und mit dem Pritschenwagen und zwei Freunden durchs Land. 3 Monate und war hellauf begeistert, weil ich bin sehr politischer Mensch, sehr früh politisch geworden, eben in den 70er Jahren durch München 72, das Attentat, das sich jetzt zum 50. Mal jährt, und auch dann durch die RAF-Zeit, durch die bleierne Zeit, die also jungen Menschen, also denke ich mal, für Politik interessieren mussten. Streitkultur hatten wir damals noch in Deutschland. Man konnte wirklich auch an den Schulen, an den Universitäten offen über Dinge debattieren. Göttingen hatten wir das auch, nicht? Da hatten wir auch kommunistische Bünde. Aber das war eine Debatte, die da geführt wurde. Und da wurde eben, und das hat mich sehr geprägt. Also das ist Interesse, und das habe ich in Südafrika dann angetroffen und gedacht, ich muss schnellstens runter nach Südafrika und nicht erst warten, bis ich mein Studium abgeschlossen habe. Nämlich dann ist Geld da, dann ist ein Job da, dann ist eine Freundin da oder eine Frau und dann geht man nicht mehr. Und deswegen hat sich das so, dass ich mit dem Containerschiff rausgefahren bin, 85, aus Bremerhaven, also richtig klassisch noch, wie vielleicht auch die Peter Scholler Tours vor 30 Jahren davor in die Welt zum Indochina-Krieg gefahren sind. Und das war eben für mich auch, ich konnte dieses dann spüren, ich kam in ein Land, das du richtig eben in den Todeswehen beschreibst, hatte das große Privileg, in Kapstadt African Studies zu studieren. Also Top-Professoren, den ganzen Kontinent konnte man da drauf gucken. Ich habe mir das Thema Kolonialliteratur genommen, was ich eben, was da für großes Interesse war, deutsche Kolonialliteratur, die Vorläufer des deutschen Kolonialismus. Und dann hatte ich das
große Glück und Privileg, 1990, als gerade ich fertig war mit meinem Studium, da wurde Mandela freigelassen. Brauchen wir jetzt nicht im Detail, die Berliner Mauer fiel, um es mal so zu sagen, das war für Südafrika ein Fanal, jetzt auch was zu machen, weil man glaubte, dass die Widerstandsbewegung ANC jetzt ihre Alliierten verlieren würde und dass man vielleicht den ANC auf dem falschen Fuß erwischen würde. Und ich war also in dem Moment mit einer der großen Geschichten der Welt also wirklich befasst, muss man sich vorstellen. Kommst aus dem Studium raus und hast plötzlich eine Riesengeschichte, eine der schönsten Geschichten des 20. Jahrhunderts, des blutigen 20. Jahrhunderts, dass die Apartheid abgeschafft wurde. Also das ist der Grund, es war keine Frau, es war keine, die mich da romantische Nummer, sondern es war die große Liebe zur Politik und ich als sehr politischer Mensch, der also sich da wiederfand in einer Rassengesellschaft, die gerade einem politisch Interessierten sehr viel zu bieten hat, weil sie das Beste und Schlechteste in Menschen rausbringt. Nun war das eine sehr euphorische Zeit, Anfang der 90er Jahre, die Apartheid bricht zusammen, Nelson Mandela leitet in eine neue Zeit über. Jetzt ist viel Zeit vergangen, wenn wir Südafrika momentan in den Schlagzeilen wahrnehmen, im letzten Jahr wegen tagelanger gewalttätiger Unruhen. Dann kommen immer wieder Berichte über flächendeckende Stromausfälle oder Stromabschaltungen. Die Regierungspartei ANC steht seit Jahren im Verdacht der Korruption. Ex-Präsident Jacob Zuma, gegen ihn lief ein Prozess, er saß auch in Haft. Wie bewertest du die Lage in Südafrika heute? Das ist im Grunde eine rhetorische Frage, weil ich weiß, du bewertest sie sehr skeptisch. Aber wie siehst du den Weg von den Anfang der 90er Jahre, von dieser Euphorie zu dem Land, das im Wesentlichen durch Krisen momentan im Gespräch ist? Ja, ich gucke erst mal drauf mit tiefem Bedauern. Weil uns wird ja immer vorgeworfen von Journalisten, wir würden das fast also genießen, ein Land niederzuschreiben oder sowas. Und wird ja immer gesagt, ihr berichtet ja über Krisen, Kriege, Krankheiten oder was weiß ich wie. Also um das eins vorauszuschicken, ehe ich deine Frage beantworte, ich würde natürlich meine Wahlheimat sehr gerne erfolgreich sehen. Ich würde gerne mal ein afrikanisches Land so erfolgreich sehen, wie in Südkorea, wie in Taiwan, vielleicht auch in Brasilien. Und deswegen sehe ich mit tiefem Bedauern, dass eine, denke ich, Jahrhundertchance zumindest bedroht ist, verspielt zu werden. Wir wissen es ja erst im Nachhinein, vielleicht 20 Jahre später, ob sie schon verspielt worden ist. Es ist in der Tat so, wie du sagst, es waren die ersten 5 bis 10 Jahre unter Mandela totale hoffnungsvolle Jahre. Es war eine geschichtlich einmalige Konstellation, dass der Frederick de Klerk erkannte, bedingt eben auch durch Berlin, den Fall der Mauer. Jetzt ist eine Möglichkeit vielleicht hier Südafrika zu öffnen für Schwarz und Weiß und dass mit Mandela ein reifer schwarzer Führer, also kein Firebrand da war, der bereit war, die ausgestreckte Hand zu ergreifen. Also es war wunderbar und das ging auch die ersten 10 Jahre gut und dann ist es nicht nur Jacob Zuma gewesen, es ging gleich mit dem ersten Nachfolger los, mit Thabo Mbeki schon ein bisschen, der dann auch sehr stark die rassische Komponente betonte, auch Rassenquoten einführte und solche Dinge. Also wieder mal eine, drastisch ausgedrückt, Apartheid mit umgekehrtem Vorzeichen. Diesmal wurden nur die Schwarzen bevorzugt. Sollte man auch, aber das kann man natürlich nur begrenzt machen, wenn nur eine gewisse Kompetenz zur Verfügung steht. Da muss man eben gucken, dass man das ja entsprechend gestaltet, dass eben dadurch nicht ein Land in Schieflage gerät. Das ist also passiert, weil nach Thabo Mbeki, der das noch gut gemanagt hatte, weil er auch was von Wirtschaft verstand, kam nun mit Jacob Zuma eher ein, um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, eher ein Traditionalist, fast Stammeshäuptling würden ihn manche nennen, der nun auch eher das traditionelle alte Afrika repräsentierte. Und meine Hoffnung war, dass Südafrika modernisieren würde. Aber Jacob Zuma ist eben Präsident gewesen mit 4 bis 5 Frauen und mit 20 Kindern. Das also das traditionelle Afrika-Bild kommt rein und das heißt auch im traditionellen Afrika, um vielleicht auch ein bisschen zu dem vorzugreifen, was ich nachher sage, gehört eben ein, was wir Korruption nennen, dass man eben seine Volksgruppe oder seine Alliierten mit Geld abfindet zum guten Ton. Also Korruption ist in der Tat in Afrika, in der Kultur stärker verankert. Und das macht es eben sehr schwer, auch einen modernen Verfassungs- und Rechtsstaat zu bauen. Und das ist in Südafrika passiert. Zuma hat sich dann, um das jetzt nicht zu weit zu führen, mit einer indischen Unternehmerfamilie zusammengetan, dieses Land quasi geplündert. Staatskasse ist leer. Es
wurde also massiv natürlich nicht nur an seine eigenen Leute umverteilt, auch in die eigenen Taschen wanderte viel. Es ist wirklich sehr bedauerlich, dass dieser Staat jetzt eben keine 30 Jahre nach der Wende, praktisch eine Generation später, genauso dasteht wie große Teile des Kontinents, nämlich leider nicht sehr gut, weit davon entfernt, moderner Industriestaat zu werden, der mit der, in der Weltwirtschaft konkurrieren kann. Und es ist vor allem deswegen bedauerlich, weil Südafrika hatte die Chance gehabt, und ich rede jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit, er hätte die Chance gehabt, Afrika den Weg zu weisen, weil es das einzige Industrieland ist in Afrika. Der Rest ist ein Agrarkontinent. Es gibt kaum Industrie und es ist sehr einseitig, der Kontinent, auf Rohstoffe, auf meist einen Rohstoff, sei es ein agrarer Rohstoff oder metallener Rohstoff, fokussiert. Südafrika hatte diese Chance und die ist leider jetzt, wo du hast sie angesprochen, die Stromausfälle da sind, weil eben keinerlei neue Kraftwerke erstmal ans Netz gingen. Südafrika ist von einem Strompuffer von +30% am Ende der Apartheid, 30% Überschuss, ins Minus gerutscht. Aber massiv so, dass wir jetzt in meiner Abwesenheit teilweise ein, zwei Wochen Stromausfälle von bis zu 10 Stunden am Tag hatten. Und da das ja auch hier in Deutschland ein bisschen... Das betrifft alle, betrifft dich dann auch? Das heißt, du sitzt dann auch ab und an im Dunkeln. Wie lange dauert das? Jeden. Das wird gestaffelt, das heißt dann Load Shedding, also Lastabwurf. Der Lastabwurf, wie er so beschönigend heißt, soll verhindern, dass das System kollabiert. Denn wenn ein Elektrizitätssystem kollabiert, dauert das Wochen, um es hochzufahren wieder. Und es ist für ein Land, vor allem was Strom immer hatte und kannte, ein Desaster, ein extrem demoralisierendes Szenario, abends nach Hause zu kommen und dann läuft nichts. Der Herd kann nicht gehen, man kann, wie ich mache, mit Batterie, hat man dann gerade mal einen Computer oder den Router laufen und vielleicht noch zwei Lämpchen. Aber darauf kann man keinen Industriestaat bauen. Der braucht Lebenssaft, der braucht Strom. Und wenn Südafrika so wachsen würde, wie es das tun müsste, nämlich um 5-7%, es wächst 1%, also lächerlich, unterm Bevölkerungswachstum, dann gehen die Lichter aus. Und ich, der gerne Südafrika auch verkaufen würde, kann natürlich schlecht dann Geschäftsleuten so sagen, ja kommt mal, müsst ihr gleich mal jede Menge Turbinen hinstellen oder Generatoren. Da muss natürlich das Umfeld stimmen. Und du hast den Punkt angerissen, der eigentlich der bedauerlichste und der wirklich deprimierendste ist, die Stromausfälle, die das praktisch symbolisieren. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Unruhen zurück. Die haben sich ja nach allem, was ich gelesen habe, jetzt nicht gegen die Weißen gerichtet. Was waren das für Unruhen, die da in Südafrika stattgefunden? Wer hat da gegen wen protestiert? Du sprichst von den Unruhen vor einem Jahr. Diese wirklich bürgerkriegsähnlichen Unruhen, ja, die entluden sich, das merkt man ja auch, wie sie sich entluden, nach der Festnahme von Jacob Zuma. Also er wurde zeitweise festgenommen wegen dieser unglaublichen Korruption. Er ist noch immer nicht richtig angeklagt worden. Und es ist eine Unruhe, die sich intern im ANC, in der Pro-Zuma-Fraktion und denen, die Zuma loswerden wollen und sich hinter dem Staatspräsidenten Ramaphosa gesammelt haben, diese beiden Gruppen bekämpfen sich. Die versuchen also, die Pro-Zuma-Fraktion ihn wieder irgendwie ins Amt zu hieven oder jedenfalls jemand, der die Korruption quasi ignoriert. Oder den Ramaphosa, der auch nicht richtig durchgreift, aber zumindest in dem Szenario zweifelnd die bessere Lösung für Südafrika ist. Und da hat es massive Unruhe gegeben. Es wurden 2000 Shoppingcenter zerstört, wurden Straßen zerstört, die Weißen hatten auch Angst. Es ist nicht so, dass das einfach so, dass sie darauf gucken. Die hatten Angst, dass es von den Gewerbegebieten in die Vororte kommen würde, weil die Polizei eine Woche lang nur zugeschaut hat. Und dann wurden massiv tausende Soldaten reingeschickt, um Situation zu beruhigen. Und das war, finde ich, eine unglaubliche Situation, die hier ein bisschen vergessen wurde, weil Corona herrschte und weil auch, ich war eine andere Krise hier auch noch. Es wurde zum Glück für Südafrika, ging das ein bisschen in den Hintergrund. Aber es war ein Bürgerkrieg im kleinen Stil, ohne jeden Zweifel. Und zu meinem Entsetzen ist bis heute niemand angeklagt worden für diese Unruhen, die übrigens auch 350 Tote gefordert haben. Vergleichsweise kann man ja, wenn man das jetzt salopp sagt, wenn man sieht, was sonst passieren kann in Terroranschlägen, kann man sagen, ja, ist doch noch im Rahmen. Aber nein, es war eine Situation, wie sie nie hätte auftreten dürfen, weil dann auch die Häfen nicht mehr beliefert wurden, die Hauptstraßen waren gesperrt. Es war also echte Situation, die einem sehr zu denken gibt, vor allem im Staat wie Südafrika. Kommen wir noch mal kurz zu dir zurück und deiner Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, du schreibst seit 1995 für das Handelsblatt. Hast du so in etwa eine Idee, wie viele Texte du im Verlauf der Zeit produzierst? Es war früher sehr viel mehr. Ich habe praktisch jede Woche sonst, müssen wir mal hochrechnen. Das waren dann, früher waren es also 3 Stück auch pro Woche.
Man muss ja erst da recherchieren, auch wenn die nicht runtergeschrieben sind, ja keine Agenturmeldungen, die ich mache, sondern auch Dinge, die recherchiert werden sollen. Also sind sehr viele und ich muss auch so, du hast das sehr richtig gesagt, 95 eben Handelsblatt. Ich habe davor schon seit 1990 ja geschrieben, aber das war halt politisch und ich wusste, am Ende der Apartheid muss ich jetzt, ja, wo das Thema Rassenbeziehungen oder Apartheid, das war ja das, was Südafrika interessant machte, wo das eben eine Nebensache wurde, wusste ich, muss jetzt in die Wirtschaft. Wird's eine Erfolgsgeschichte wirtschaftlich, wie eben Südostasien oder vielleicht auch andere Schwellenländer? Und dann hatte ich mich eben so auch aufgebaut in der Zeit, dass ich dann eben über Metalle schrieb, über Bodenschätze, über Börsen, Unternehmen und solche Sachen. Aber es sind eine Menge Artikel, aber ich habe mal das ganze Spektrum. Also von der Anleihe bis zum Kochrezept ist bei mir alles im Programm, weil das muss man also heute, es klingt ein bisschen nach Eigenlob, aber als fester Freier, der alles und jedes gefragt wird, muss man wirklich sehr, sehr präsent sein und natürlich auch der Entwicklung ein bisschen voraus sein. Es ist schon so, dass wenn man so allein, habe einen Bauchladen, ich schreibe ja für mehrere Zeitungen, ich habe nicht ein Tagesspiegel, ich habe Hannover, Kölner Stadtanzeiger, so die ganze zweite Garde war bei mir drin. Und jetzt musst du wahrscheinlich einen Moment nachdenken, wenn ich dich danach frage, du müsstest dir ein, zwei Texte aussuchen, die du zu deinen Besten zählst. Welche würdest du dir da aussuchen und worum ging es da? Also, um es mal so zu sagen, klingt wieder ein bisschen nach Eigenlob. Ich habe relativ früh gespürt, dass in Südafrika Großes passiert, als der de Klerk das Land öffnete. Das hielten manche für völlig verrückt. Und ich habe das relativ früh betont, da passiert was, passt auf, der ist kein Rassist, der ist, kommt zwar aus dem Herzen der Partei, aber der wird das durchziehen, weil es war ganz große Skepsis. Die Weißen wollen nicht, das ist alles nur Lug und Trug. Ich hatte auch viel zu erklären, eben, warum das gemacht wird. Das ist sicherlich nicht ein Moralspiel in Südafrika. Natürlich hat de Klerk versucht, die Haut der Weißen damals zu retten, aber er hat natürlich nicht Halleluja dafür gerufen. Er musste das eben sehr pragmatisch machen. Das habe ich so auch beschrieben und ich denke, es hat sich auch so ergeben. Dann habe ich einen Text, der jetzt nicht so dramatisch war, war für mich ganz interessant, der mich ein bisschen bekannt gemacht hat, auch in Südafrika war. Ich habe einen Text geschrieben 1996, dass der Außenminister, ANC-Außenminister, durch Iran und Libyen tourt. Und der Text lag erstmal beim Handelsblatt und als der erschien, da crashte der Rand um 10% an dem Tag. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Er hatte überhaupt keine Ahnung, guckte mir die Abendnachrichten an, dann wurde plötzlich Handelsblatt eingeblendet, ein Bericht in einer deutschen Wirtschaftszeitung, hat er also Sachen gesagt, die offenbar Amerikas Fonds nicht wussten. Also man durfte nicht als Land oder als Fonds in einem Land investieren, was Beziehungen in Nahen Osten zu diesen Ländern hatte. Und ich dachte schon, ich müsste mal ein Ränzel einpacken, dass es das vielleicht gewesen sei für mich, aber im Gegenteil. Danach war ich ein bisschen auf dem Radar und das war für mich eben eine ausgesprochen gute Sache. Ähnlich vielleicht auch nochmal, es gab einen großen Firmencrash in Südafrika, einer Firma, die auch fast in den deutschen DAX gekommen wäre, die Steinhoff, ein deutscher Möbelhändler. Und ich habe das letzte Interview mit dem CEO geführt und auch vielleicht ein bisschen dazu beigetragen. Sie sagte, das ist wirklich eher eine dubiose Nummer, dass das dann eben dass die Firma leider also sehr stark abstürzte. Und last but not least, hast du ja schon erwähnt, die Omikron-Geschichte, an der lag mir was. Und ich kann dir auch sagen, warum mir an der was lag. Mir wird ja nun viel vorgeworfen, dass ich immer zu kritisch bin zu Afrika oder sehr kritisch. Aber da habe ich nun auch durch meine eigene Omikron-Erkrankung, die ganz am Anfang lag von Omikron, sagen können, ich habe sie sehr leicht empfunden. Viele, fast alle Südafrikaner, die es hatten in diesen letzten 4 bis 6 Wochen, haben leichte Symptome. Und ich präsentiere euch hier die Zahlen der südafrikanischen Krankenversicherer und der Privatkrankenhäuser und habt keine Angst, der Virus wird enorm sein, aber er wird nicht mehr annähernd so tödlich sein. Und es hat ein bisschen gedauert, bis die Geschichte hier durchrauschte, weil ich dachte eigentlich jetzt, das war zu Weihnachten, übrigens 2 Tage vor Weihnachten, ich hatte die gute Botschaft, wir geben euch aus Afrika einen sogenannten Messias-Virus, der euch befreien wird von Corona. Aber der wurde erstmal gar nicht als solcher erkannt, weil Deutschland in dieser Angststarre steckte. Aber deswegen habe ich das besonders als angenehm empfunden, mal eine gute Meldung aus Afrika relativ intensiv drücken zu können und zu müssen. Du hast es ja gerade selber erwähnt, dass du dich vielfach auch kritisierst und auch kritisiert worden bist in der Vergangenheit, wenn du über Afrika schreibst und sprichst. Du hast ja also im Verlauf der Zeit offenbar nicht allzu viele oder nicht nur Freunde gemacht. Und es gibt eine Geschichte, die müssen wir ansprechen, weil die auch im Vorlauf dieser Veranstaltung, als wir die angekündigt haben, über Facebook verlinkt wurde. Und zwar hat es da einen Artikel der Taz gegen dich gegeben. Kann man ja schon so sagen, dass der gegen dich gerichtet war.
Hintergrund dieses Artikels war ein Gespräch, das du mit einer Instagram-Influencerin geführt hast und das sie auf ihrer Plattform veröffentlicht hat. Worum ging es da und wie würdest du das rückblickend bewerten? Also es war, ich hatte zwei, drei Shitstorms und die sehe ich heute übrigens als Badge of Honor für einen Journalisten, der also was zu sagen hat, wer also nur immer schön segelt und immer wegkommt. Ein Journalist muss kontrovers sein und auch Themen aufs Tableau bringen, meiner Meinung nach. Gerade zu Afrika. Das ist nicht ein Kontinent, wo man einfach immer die Mehrheitsmeinung bedienen darf. In dem Fall jetzt war es eine interessante Sache, weil diese Influencerin, Diana zu Löwen, hatte mich schon mal interviewt und wir hatten ein Interview gemacht, eine Stunde lang, was ihr gut gefallen hatte. Und da hatte sie Abschnitte rausgenommen aus dem Interview und hat natürlich geschnitten, das ist mal vorneweg. Also ein 45-Minuten-Interview wurde jetzt plötzlich in 6 Minuten da gepackt. Aber sie hat gerade den Anfang gelassen und das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal zu erklären, was da passierte. Sie fragte mich also, und das ist eine Frage, die du ja auch hättest stellen können jetzt heute, sie fragte mich, warum ich so gern in Afrika sei, wenn ich so kritisch sei. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich bin gern in Afrika, vor allem, weil ich die Menschen wirklich mag. Die leben im Hier und Jetzt. Also ich komme jetzt in kulturelles Terrain, was dann in Deutschland immer schon gleich, Achtung, jetzt kommt der Rassist. Also ich bin im Hier und Jetzt in Afrika. Die Leute leben in der Gegenwart, sonst könnten sie die Armut kaum ertragen. Und dann habe ich sogar unsere Kultur, was eigentlich diesen Schreihälsen dann hätte ins Kram passen. Und dann habe ich gesagt, unsere Kultur guckt zu sehr in die Zukunft. Immer nur Altersversorgung. Leute wissen gar nicht, ob sie über 80 werden, aber machen sich ständig Gedanken über die Zukunft, können kaum die Gegenwart genießen. So, dann habe ich gesagt, und leider ist mein Kontinent Afrika, und da ist mir eine unglückliche Formulierung reingerutscht, da habe ich gesagt, der Afrikaner, statt zu sagen Afrika oder die Afrikaner, leben, sind sehr stark in der Vergangenheit, stecken darin fest und springen nicht in die Moderne, konfrontieren nicht die Moderne ausreichend. Ist ja x-mal belegbar, kann ich jetzt ja nicht in so einer Antwort jetzt schon gleich die ganzen Sachen mitliefern. Und dadurch ist immer dieser Fokus auf Reparation. Was zahlt der Westentwicklungshilfe? Ihr müsst uns helfen, Vergangenheit. Und ich habe gesagt, die müssen jetzt mal nach vorne kommen und Selbstverantwortung übernehmen. Und dann war das ein Shitstorm, 3 Tage auf Twitter. Ich wurde also in einer Art und Weise angegangen, als hätte ich gesagt, man müsste auf Afrika eine Atombombe werfen oder irgendwas. Also es war unfassbar. Ich habe mir das zum Glück nur von außen angeguckt, weil ich nicht auf Twitter bin. Dann starb das zum Glück nachher einen stillen Tod. Aber beim Handelsblatt... Hat das denn im Handelsblatt? Ja, selbstverständlich. Ich musste mich da mal auf Social Media erklären. Habe auch der Diana gesagt, pass mal auf, jetzt mach mal auf halblang. Ich mache jetzt gleich ein Statement für uns. Aber da war sie schon im Staub und hatte sich da also entschuldigt für alles und hatte mich dann auch gleich zum Rassisten erklärt und. War ihr gar nicht aufgefallen, sondern 45 Minuten, die wir davor Interview gemacht hatten. Aber also es war eine unglaubliche Situation einfach, weil das Handelsblatt stand hinter mir nach 30 Jahren auch, Chefredaktion. Ich habe dann gesagt, ja, also sorry, wenn das jemanden jetzt irgendwie stört, beleidigt hat, dass ich da von der Afrikaner rede oder dass das eben so ein bisschen hölzern rüberkam, tut mir das leid. Aber ich stehe voll und ganz zu dem, was ich gesagt habe. Wir haben ja auch ein kleines Vorgespräch gehabt, das ist heute in Afrika eine Debatte in intellektuellen Kreisen. Was ich da gesagt habe, kam nicht von mir, Wolfgang Drexler, sondern es kam von einer kamerunischen Bürgerrechtlerin, die ihr Land aus ihrem Land fliehen musste, weil sie gesagt hat, dass die Afrikaner einfach nicht in die Moderne kommen. Genau, was ich gesagt habe, eine Streitschrift, die man nachlesen kann aus den 90er Jahren und die wird heute debattiert. Nicht? Die wird heute debattiert in Afrika, intellektuellen Kreisen. Das ist die Debatte, die geführt werden muss in Afrika, damit dieser Kontinent endlich diesen Sprung schafft, den auch Südamerika und Asien geschafft haben. Ich sage das doch nicht aus einer Arroganz heraus, die kommen nicht voran, sondern ich hoffe, dass Afrika aus dieser Agrarwirtschaft mit Pflug und mit Sense endlich mal eine moderne Landwirtschaft entwickelt. Kommen wir vielleicht noch mal drauf, auch jetzt, dass sie sich selbst ernähren können und nicht auf ukrainische Schiffe und Ähnliches warten müssen. Es geht jetzt ja vor allem um Afrika selber. Wir hatten ja schon eben gerade ein, zwei Fragen über Afrika, Südafrika debattiert. Es ist natürlich jetzt ein unglaublich weites Feld, wenn ich mir das Thema angucke, das Thema des Abends, der Stand der Dinge in Afrika. Kann man dann überhaupt über Afrika reden, ist ja auch die Frage.
Und ich denke, man kann über Afrika reden. Man muss auch allgemein über Afrika reden. Wir können natürlich jetzt über jedes Land hier analysieren. Würde bloß wenig bringen. Ich kenne ja die Fragen. Herr Drexler, das können Sie nicht sagen. Afrika sind 54 Länder und 2000 Sprachen. Ja, ist mir bewusst. Dann wollen wir hier noch in 3 Tagen sitzen. Wir müssen Trends und Verallgemeinerungen machen. Sonst sehen wir nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht. Allein in diesem kleinen Kreis haben wir hier Leute, wenn wir uns über uns reden, haben wir so viele unterschiedliche Charaktere. Da würden wir niemals in der Lage sein, über die Deutschen zu reden. Aber natürlich gibt es ganz klar nationale Eigenheiten. Der Kollege von mir, David Siegner, der für die NZZ lange aus Afrika geschrieben hat, jetzt leider nach Chicago gegangen ist und davor Ethnologe war, der hat in seinem jüngsten Buch Afrikanische Schicksale sehr schön einige Aspekte rausgepickt, die für Afrika so typisch sind. Beispielsweise der Mangel an Schriftsprache. Afrika ist ein mündlicher Kontinent. Das sehe ich immer, wenn ich zum Beispiel auf die Behörde muss. Bringt sehr wenig, häufig anzurufen. Das versandet alles. Eine E-Mail versandet. Man muss hingehen und die Leute sehen. Sehr starke Präsenz. Dann ist Afrika sehr stark auch kollektivistisch organisiert. Also sehr wenig Individualität. Wir hatten ja gerade ein bisschen auch eben jetzt in der Pause drüber gesprochen, dass erfolgreiche Leute müssen ständig teilen. Mit dem Kollektiv, mit den Leuten teilen. Was natürlich den Leistungsgedanken stört und unattraktiv macht. Deswegen bleiben viele Afrikaner, die erfolgreich sind hier in Europa, bleiben in Europa und gehen eben nicht zurück, was sie eigentlich sollten, um ihren Ländern auf die Beine zu helfen, weil sie eben wissen, was sie da erwartet, nämlich das Teilen dessen, was sie hier mühsam aufgebaut haben. Und dann sehe ich auch jetzt keinen großen Sinn darin, was immer gerne getan wird, auch von den großen Investmentgesellschaften, auf Sonderfälle zu fokussieren. Zum Beispiel gibt es Länder wie Botswana, die sehr erfolgreich sind. Kleiner Wüstenstaat, Binnenstaat nördlich von Südafrika. Da gab es 1966 zur Unabhängigkeit 76 Kilometer Teerstraße. Und es war also ein Land, was vollkommen ganz unten in der im Entwicklungsindex der UNO stand. Und dann hat dieses Land etwas gemacht, was leider in Afrika zu wenig passiert, nämlich es hat ein Joint Venture, es ist eingegangen mit dem größten Diamantenförderer De Beers. Und die beiden haben dann die geförderten Diamanten, die Gelder gut investiert in Infrastruktur, Straßen, in Computer, in Schulen und Ähnliches. Botswana ist durch die Decke gegangen, ist heute eins der praktisch das einzige Land mit Südafrika, was eben leider auf dem Weg nach unten im Fahrstuhl ist, mit mittlerem Einkommen. Problem ist, warum ich jetzt nicht gleich wieder wie die großen Investmentberater, die also gerne wollen, dass die Gelder nach Afrika fließen, weil sie da einen großen Anteil auch kriegen, wenn das passiert. Warum ich die nicht in den Mittelpunkt stelle, ist, Botswana hat 2,5 Millionen Einwohner. Im Kontinent mit 1,3 Milliarden, nicht unbedingt die Hausadresse, die man jetzt also hier den ganzen Abend vorstellen müsste. Man muss also auf die großen Fälle gucken, auf die Nigerias mit 220 Millionen. Auf die Kongos mit 100 Millionen, Äthiopien 100 Millionen, da hat man schon mal 500 Millionen der 1,3 mit diesen 3 Ländern. Und um fast schon die Schlussfolgerung ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe mal auch einen Leitartikel angefangen, der wurde dann auch heftig diskutiert, gäbe es den Konjunktiv nicht, man müsste ihn für Afrika erfinden. Also es ist immer Afrika die Möglichkeit und die Wunschform. Was könnte sein, wenn? Was, wenn Afrika sein Potenzial nützte? Wenn es die Flüsse für Energiegewinnung nützte? Wenn es eine moderne Landwirtschaft aufbauen würde? Wenn es mal nicht mehr als nur einen Rohstoff fördern würde, sondern diversifizieren würde? Dann könnte Afrika ganz woanders sein. Aber leider bin ich in meinen 40 Jahren nicht über die Wunsch- oder die Möglichkeitsform hinausgekommen. Es gibt da mal ein alter Professor in Kapstadt, hat da so eine ganz nette Anekdote, die er gerne erzählt, dass der Erzengel Gabriel sich bei Gott beklagt, warum Afrika alles bekommen würde. Also da, die Mineralien liegen da, Tiere, hat es bunter Vielfalt, tolle Landschaften, wie wir wissen, ein schönes Klima. Alles eigentlich. Und die anderen Kontinente müssten sich damit viel weniger ab. Und dann sagte Gott zu ihm, also warte, bis ich dem Kontinent seine Politiker gebe. Und das ist eigentlich das, was Afrikas ausmacht. Es wird schlecht regiert. Es wird von teilweise Kleptokraten regiert. Und die Wirtschaftskrise speist sich aus einer politischen Krise in Afrika und die muss angegangen werden. Und ehe die nicht gelöst ist, kann Afrika nicht richtig wachsen. Man kann vielleicht auch einen Kontinent als eine Art schlecht gelaufene Aktie betrachten. Die hat also ein großes Potenzial, dass die Sache, dass es ein Turnaround, dass es eine Wende gibt.
Bislang hat sie sich weit unter Wert verkauft. Kaum 2% der Auslandinvestitionen, die weltweit zirkulieren, gehen nach Afrika. Also minimal. Ein Kontinent, der wie gesagt bis 2050 auf 2,5 Milliarden anwachsen wird und dann über 30-35% der Weltbevölkerung hat. Momentan ist er bei 18 oder 19%. Und erfüllt eben viele Kriterien nicht, die man für eine gute Aktie bräuchte. Ich schreiß das jetzt alles nur mal an. Wer Interesse hat, kann gerne noch mal auch dann nachfragen. Eigentumsrechte gibt es in Afrika nur sehr begrenzt, bedingt durch das Kollektiv. Das ist natürlich für Investitionen enorm wichtig. Ich habe öfter mal mit Supermarktchefs gesprochen in Südafrika, die rausgehen auf den Kontinent und die mir dann sagen, Mensch, da bauen sie einen Supermarkt an der Stelle. Und plötzlich kommt da jemand her und sagt, aber da hat aber meine Urgroßmutter drauf gewohnt, das ist unser Gebiet. Unser Areal. Und dann sagt er, was machen wir jetzt? Und dann ist auch keine Gerichtsbarkeit da. Es gibt keine Gerichte in Afrika, keine, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Dann sitzt man da und hat erstmal ein paar Jahre quasi Schicht. Und dann ist natürlich auch den Transport, das ist ja hinlänglich bekannt, dass Afrika keine durchgehende Straße von Nord nach Süd mal hätte, wie es in Südamerika der Fall wäre. Es fehlt einfach daran so sehr, dass zum Beispiel Südafrika oder die große Gruppe Checkers in Südafrika ihre Supermärkte im nahegelegenen Angola, also da kommt Südafrika, Namibia, Angola, mit dem Rindfleisch aus Argentinien auf einer anderen Seite des Atlantiks versorgt, weil eben aus Südafrika das alles unsäglich viel länger dauert. Muss man sich mal vorstellen. Das war zumindest, muss ich sagen, jetzt 5 Jahre her. Aber ich glaube nicht, dass sich da so dramatisch viel getan hat. Dann fehlt eine Mittelklasse in Afrika. Legt man unsere Definition von Mittelklasse an, ist das minimal. Dann sind in Afrika, würde ich sagen, maximal 10% der Menschen Mittelklasse. Weil das wird auch immer so hochgehängt. Ja, wenn man natürlich alles dazu rechnet, was über 1,90 Dollar am Tag verdient, das wird so getan. Also muss man sich mal vorstellen, ist ja Euro fast zwei, wer mehr als 2 Euro verdient, ist dann plötzlich Mittelklasse für diese Investmentfirmen. Das ist natürlich unterirdisch. In Afrika gibt es halt diese enorme Armut, dass Leute nicht oder nur 2 Dollar am Tag verdienen, das sind 40%. Und auch drüber hinaus ist es nicht viel mehr. Und dann gibt es eine dünne Schicht von 5 bis 10%. Die wir klassisch als Mittelklasse betrachten, die auch für Firmen interessant werden, um da zu investieren. Es gibt zum Beispiel positive Projekte. Ein Freund von mir hat in Nigeria eigentlich einen Lebensmittelbetrieb. Die machen also Hähnchen und ähnliches, Steaks, aber auch Klebstoffe und Rohstoffe für Lebensmittel. Aber der hat erkannt, als die Corona-Krise kam, wir müssen umstellen, wir haben eine kleine Desinfektionsnische, aber die bauen wir ganz groß auf. Hat er auch großen Erfolg gehabt, wurde der größte Desinfektionshersteller in Nigeria mit 220 Millionen Menschen. Das ist ja eine echte Hausadresse. Und ich fragte ihn dann, und jetzt ist ja toll, dass ihr jetzt da so schnell reagiert habt, also sehr flexibel war, ist sehr wichtig, wenn Afrika erfolgreich sein muss, muss flexibel sein und muss also dann auch richtig, energisch diesen Weg verfolgen. Aber dann sagt er, nee, wir stellen sofort wieder um jetzt auf unsere alten Produkte, weil sobald eine Krise vorüber ist, wird Desinfektionsmittel nicht mehr benutzt. Afrika hat, obwohl Bill Gates Millionen Tote vorhergesagt hatte für Afrika, hat nur offiziell 12 Millionen Infektionen gehabt, wohlgemerkt 1,3 Milliarden Menschen und nur 250.000 Corona-Tote. Also Bill Gates hat am Anfang von mehreren Millionen Toten gesprochen. Das ist bei einem Anteil von jetzt momentan so um die 15, 16 der Weltbevölkerung sind es 3% der Todesfälle. Also viel weniger, als man hätte erwarten dürfen. Und dass man sieht, dass das also wahrscheinlich auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Südafrika hat als einziges Land halbwegs verlässliche Zahlen für Corona. Und das Land allein mit einer Bevölkerung von 60 Millionen hat mit 100.000 Corona-Toten fast 40% aller in Afrika registrierten Opfer. Also es ist völlig unmöglich, dass dieses kleine Südafrika mit 60 Millionen 40% der Corona-Toten hat, mit 5% der afrikanischen Gesamtbevölkerung. Warum ich das erwähne, ist, es gibt in Afrika keine Zahlen, die glaubwürdig sind. Wenn ich dann immer zu den Handelskammern oder hier zu diesen Veranstaltungen komme, dann sage ich mal, ja, ich kann euch jetzt alle Zahlen erstmal hier runterbeten, Wachstumszahlen, Geburtenzahlen, und sind aber alle höchst dubios, weil in Afrika gibt es kaum statistische Ämter. Und es gibt auch keine Katasterämter, habe ich ja eben schon erwähnt, ein bisschen mit den Eigentumsrechten. Es gibt kaum Sterberegister, das hat jetzt eine Bewandtnis für Corona natürlich. Es gibt kaum Geburtenraten, die also festgehalten werden, die Geburten in Afrika.
Und das macht meinen ganzen Job, auch Afrika zu erklären, ein bisschen schwierig, weil es ist auch immer dieses Narrativ, gibt es zu Afrika, ja, aber Afrika hat jetzt gerade die 8 unter den 10 stärksten Volkswirtschaften, die 8 am stärksten wachsenden Volkswirtschaften. Ja, das kann in der Tat mal passieren. Und zwar, wenn ein Rohstoffboom ausbricht, wenn also gerade Kupfer, wie es jetzt gerade der Fall war, oder Platin oder auch Öl hoch im Kurs steht, dann geht in Afrika alles durch die Decken, weil es ist ja ein Rohstoffkontinent, der dann einen Rohstoff ausführt. Aber dann geht's genauso steil von 20% Wachstumsrate, Bomm, auf 1% wieder runter, wenn der Rohstoffboom, der Strohfeuer vorüber ist. Und Afrika kommt auch zudem von einer extrem niedrigen Wirtschaftsbasis. Also ich sag das immer, also ist ein bisschen gemein, so salopp, wenn ich Mandarinen lernen würde und ich lerne am ersten Tag 5 Vokabeln, habe ich 500% Zuwachs. Und so wird bei Afrika immer geguckt. Also ja, toll, das ist ja, wenn ich natürlich von diesen Wachstumsraten komme, die weit unter jedem anderen Kontinent liegen, dann habe ich ganz, ganz tolle Raten plötzlich. Und dann überschlagen sich alle und dann heißt es wieder, ja, aber sehen Sie mal, das wird doch alles ganz toll. 2 Jahre später ist das Strohfeuer verglimmt und dann ist Afrika wieder da, wo es davor war. Bei Corona noch mal ganz kurz, warum Corona auch ganz anders durch Afrika lief. Afrika, man glaubt es kaum, hat ein Durchschnittsalter von 19 Jahren. Südafrika ist das älteste Land mit 26, wir haben 44. Also deswegen zu glauben, dass Afrika uns kopieren sollte hier im Westen mit den Lockdowns und Ähnlichem, wäre absolut geisteskrank, weil wir wissen ja, dass Corona ältere Menschen ab vielleicht, wenn überhaupt 50, 60 hat und ich glaube, die über 65-Jährigen sind in Afrika unter 5% in der Bevölkerungspyramide. Also eine ganz andere Nummer. Deswegen immer Vorsicht mit den großen Ratschlägen, was Afrika jetzt machen sollte. Die Leute sind fast alle Tagelöhner. Es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es gibt keinen Sozialstaat. Die Leute müssen raus jeden Tag. Die kratzt Corona gar nicht. Wenn sie nicht raus können, sterben sie halt am Monatsende, weil sie keine Lebensmittel haben. Ist wahrscheinlich nicht weniger schlimm, als wenn sie Corona bekommen, was sie am Ende die meisten gar nicht spüren würden, weil sie zu jung sind. Also Afrika ist kein Industriekontinent, das ist ja, wurde ja auch schon im ersten Teil gesagt, hat ein Industrieland, Südafrika, hat eins, was so langsam dran kommt, Ägypten, was ganz woanders da oben im Norden liegt, also was nicht unbedingt zu meinem Bericht zählt, der eben über Subsahara-Afrika berichtet, die 48 Länder südlich der Sahara. Und Afrika hat eben auch eine Landwirtschaft, auch wieder jetzt gefährliches Terrain, wenn man das sagt, was eben mittelalterlich ist. Es gibt da den Pflug, es gibt die Sense, es gibt eben keine Mähdrescher, keine Traktoren. Moderne Landwirtschaft findet nicht statt. Und das sind auch so Dinge, ja, die müssen natürlich, Afrika importiert Lebensmittel im Wert von 50 Milliarden Dollar im Jahr. Und dieses Geld muss natürlich in Infrastruktur wie Schulen und Ähnliches fließen. Das ist ein Agrarkontinent, der also importiert. Also so wird, und deswegen auch diese ganze Debatte jetzt zur Ukraine und ob Afrika verhungert und Ähnliches. Nein, keine Sorge, Afrika wird nicht verhungern. Genauso ein Trugschluss wie mit Bill Gates. Afrika hat ganz viele Kleinbauern, die aber leider Subsistenz, also Eigenbedarfslandwirtschaft betreiben. Und das haben sie jetzt auch. Und da wird immer genug im Dorf erstmal sein, sind sehr anspruchslos. Ist natürlich bedauerlich, dass man nur Subsistenzlandwirtschaft betreibt, weil Afrika muss Überschüsse produzieren, um den Weltmarkt auch zu beliefern. Aber wenn es das tun will, muss es natürlich auch vernünftige Straßen haben, weil wer will denn Bananen hier essen, die in der Elfenbeinküste aus dem Norden kommen, über die Schlaglöcher hoppeln und dann nur noch Matsch sind. Also die werden sich schlecht verkaufen. Aber darf man auch fast auch schon nicht mehr sagen, solche Dinge, das ist Afrika Eigenverantwortung, der Sache, der ich das Wort rede. Wir werden das nicht regeln können, das muss Afrika selber schaffen. Sich aus sich heraus ein Wirtschaftssystem zu geben, wie es auch immer aussehen mag, was eben so produktiv ist, dass auch Überschüsse und Profite erzeugt werden, damit Afrika in die nächste Stufe gehen kann. Leider ist eben das Gegenteil passiert. Afrika hat als Einzige, was es eben stark bekommen hat, sind Kredite aus dem Westen wieder. Hat sehr stark Kredite aufgenommen. Und zwar hat Afrika die Kredite bekommen, weil 2006 wurden für Afrika Schulden abgeschrieben, Schuldenmoratorium. Das wurde eben schon, da war die Schröder-Regierung und dann war noch die westliche Regierung, die gesagt, ja, wir müssen Afrika einen Neustart ermöglichen, also runter mit dem Zeug mal, damit sie überhaupt mal Luft haben zum Atmen. Was passierte? Man hat das Geld, was dann floss und was man bekommen hat, hat man schlecht investiert. Und das war dummerweise auch Geld, was jetzt mal nicht mehr von Regierungen kam, wie es früher war, wie Entwicklungshilfe.
Das war Geld von Privatinvestoren. Zum ersten Mal seit 2006 hat Afrika, weil auch natürlich immer die Zinsen sanken, hat Afrika ganz gute Renditen für die Kredite gezahlt, die man eben da aufnahm. Und die gierigen westlichen Investoren sind dann schön reingesprungen und haben gesagt, wir geben euch das Geld, aber haben natürlich nicht geguckt, ob das Geld vernünftig angelegt wurde. Jetzt haben wir das Dilemma. 26 afrikanische Länder gehen in eine Schuldenkrise rein. Und das Gejammere ist groß, ich will mein Geld zurückhaben. Können Sie das zurückzahlen? Ja, es wird jetzt sehr schwierig, eine Umschuldung vorzunehmen, weil jetzt nicht mehr die westlichen Staaten oder die Weltbank das Geld da runtergeschickt hat, sondern zur Hälfte westliche Investoren und auch sehr stark China. Und wie das jetzt ausgeht, wollen wir abwarten, aber das könnte für Afrika dramatische Folgen haben, auch jetzt schon. Hat man durch die eigenen schwachen Währungen und den starken Dollar, zahlt Afrika 30% seiner Rückzahlung für Zinsen. Also Zinsen muss man sich vorstellen, ein Kontinent, der auch da wieder in die Schulen das Zeug, muss erstmal die Zinsen bedienen von den Leuten, die das Geld geliehen haben. Also deswegen, das ist der Grund, warum das Bildungssystem weiter am Boden liegt, warum die Krankenhäuser in einem jämmerlichen Zustand sind, mit Ausnahme von Südafrika. Und die Frage ist eben, wie weit können wir in einer solchen Situation überhaupt helfen? Ich sage nur, was wir machen könnten. Und das ist meine letzte Aufgabe als Korrespondent eigentlich nochmal zu sagen, ihr müsst einwirken, dass Afrika seine Bevölkerung begrenzt. Denn jetzt schon ist der Druck auf diese schlechten Krankenhäuser und Schulen mit 1,3 Milliarden so enorm, dass ich mir gar nicht ausmalen will, wie es in 30 Jahren mit 2,5 Milliarden aussehen sollen. Das würde nicht mal ein westlicher Industriestaat auf die Kette kriegen. Und das Ganze, was auch uns immer als Klimakrise verkauft wird, dass zum Beispiel der Tschadsee, einer der viertgrößte Binnensee, so stark geschrumpft ist, das ist nicht nur, dass da plötzlich keine Regengebiete mehr reinrauschen und so, das stimmt gar nicht. Der Monsun ist dieses Jahr sehr weit vom Horn von Afrika reingekommen, hat viel abgeregnet. Das liegt daran, dass seit 1960 die Bevölkerung um den Tschadsee ums Fünffache gestiegen ist und der Druck auf den See enorm ist. Aber das ist ja alles, wird weggehört, über Bevölkerungsexplosion sprechen wir ja nicht. Wir sprechen ja hier in diesem Lande nur über das Klima. Die Frage ist jetzt ja auch, wie viele Leute wollen denn aus Afrika, aus dieser ganzen Misere überhaupt erstmal rauskommen? Also es sind ungefähr, man sagt, um die 100 Millionen, die zu uns wollen. Das ist jetzt so Mnet, diese Institute, die mal geguckt haben. Zur Beruhigung kann man fast so eine kleine Beruhigungspille aushändigen an die Leute, die dann immer, oh Gott, ja, die armen Leute werden sowieso nicht flüchten. Die Armen haben gar nicht das Geld, um so eine Reise auf sich zu nehmen. Das sind die Mittelklasse, untere Mittelklasse, die für einen Sohn oder vielleicht auch eine Tochter, meist einen Sohn, das ist ja eine sehr anstrengende Reise durch die Südsahara und übers Mittelmeer, lebensgefährlich, die also einen durchbringen wollen, damit der dann das Geld zurückschickt. Also das ist erstmal diese Gruppe, die man versucht. Und das ist eben schon groß genug, bei uns diese Flüchtlingsfrage überhaupt schon mal ins Visier oder überhaupt hier in Blickfang zu kriegen. Also es muss an die Wurzel des Problems, die Bevölkerungswachstum, gegangen werden. Und um noch mal zwei Dinge in diesem Komplex und im Abschlusskomplex Bevölkerungsexplosion zu sagen. Was da für ein Wahnsinn sich aufbaut und hier nicht berichtet wird, aus den genannten Gründen, weil das ein kulturell sehr sperriges und auch gefährliches Gebiet ist. Das Land Niger, was also inmitten südlich, was südlich der Sahara liegt, ein Durchgangsland für die Flüchtlinge von Westafrika und auch von Ostafrika, vom Horn und vom Bauch nach Norden, weil man dann über Libyen übers Mittelmeer kommt, hatte 1960 zur Unabhängigkeit 3,5 Millionen Menschen, Wüstenstaat. Da gibt's nicht viel. Hatten die Leute ein bisschen Rinder und sowas und Ähnliches. Das ist, dann kam die Entwicklungshilfe, dann wurden Brunnen gebaut, dann wurde hier, also wurden den Leuten da alle Sachen hingelegt, dass sie die Herden noch vergrößern konnten. Inzwischen leben in Niger um die 22 bis 23 Millionen Menschen. Die Demografen sagen maximale Tragfähigkeit 13 Millionen. Und in diesem Land, in einem Wüstenstaat, werden im Jahr 2050 55 Millionen sind projiziert. Und hier sind die Kinder auch schon geboren, die dann auch wiederum diese Kinder vermutlich in die Welt setzen werden, weil das Szenario, was dann immer wieder angeführt wird, Herr Drexler, nicht aufregen, dann kommt die Wohlstand und dann werden die alle nur noch zwei Kinder haben, ist in Afrika nicht eingetreten. Ist nicht eingetreten. Die Leute haben immer noch ihre 4,8 oder 5. In Niger sogar um die 6 oder 7. Da sind in den muslimischen Gebieten, haben die Männer dann noch 6 oder 7 Frauen. Und dann eben eine sehr hohe Kinderzahl, 5, 6 kann man hochrechnen, dann sind das oftmals 40 Kinder.
Es ist also absurd, dass man da nicht ansetzt und dass das Thema Bevölkerungsexplosion eine Fußnote in der deutschen Afrikapolitik ist. Das muss man suchen mit Lupen. Sind sie überall mit ihrem Klima und dann wollen sie neue Banksysteme runterbringen und sowas. Ich sage, wenn ihr da nicht anfangt, könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Jeder kleine Fortschritt wird im wahrsten Sinne des Wortes aufgegessen. Und das andere, die andere Sache, die dann eben auch angegangen werden muss, ist ja eine Rolle, die Rolle der Frauen muss gestärkt werden, weil ohne die Frauen ist natürlich das absolut essentiell. Ohne Frauenrechte kann man auch dann die Kinderzahl nicht reduzieren. Das ist eben extrem schwer, dann kommen Dinge rein wie Aberglaube, dass eben Frauen als verhext gelten, die mit 25 noch keine Kinder haben. Das ist höchst ungewöhnlich in Afrika. Es wird praktisch von Frauen erwartet, dass sie mit 20, 25 die ersten ein, zwei Kinder haben, spätestens. Und alles, was darüber hinaus ist, ist also dubios. Und das ist natürlich, ich habe das in Uganda erlebt, da haben 25% der Frauen mit 18 schon, 25 haben schon zwei Kinder. Und damit ist eigentlich deren Zukunft vorherbestimmt. Jetzt durch Corona ist noch eine neue Katastrophe entstanden. Viele haben die Schulen zugemacht. Es gibt eine sehr starke hohe Schwangerschaftsrate bei Teenagern. Und diese Frauen werden vermutlich nie mehr in die Schulen gehen, sondern ihre Kinder großziehen. Was das bedeutet für Afrikas Bildungsnotstand, kann man sich dann eben ausrechnen. Und leider ist es zu meinem Entsetzen den Regierungen in Afrika ziemlich egal, dass das passiert. Es wird wenig reagiert. Es wird sogar gesagt, ja, guck doch mal, China hat 1,4 Milliarden und ist zur Weltmacht aufgestiegen. Als würde man in Afrika chinesische Verhältnisse haben. Also das ist, der Unterschied könnte von China zu Afrika kaum größer sein. In China eine ganz andere konfuzianische Kultur. Auch die Eliten sind da unter enormem Druck zu liefern, den Menschen. Das gibt's ja in Afrika gar nicht, wo eben dann so ein paar Leute, also oftmals eben, wie ich schon sagte, leider auch Kleptokraten oben sitzen und ihr Land eher plündern und überhaupt kein Interesse an Gemeinwohl und Entwicklung haben. Das ist also jetzt der Grundpreis, kann ich ein bisschen zum Ende hin sagen, warum meine Präsentation leider auch eine etwas düstere Note annehmen. Ich kann natürlich jetzt hier sitzen und über Botswana reden und sagen, guck mal, wir müssen alle jetzt noch wie Botswana werden und Diamanten schön mit vernünftigen Unternehmen ausbeuten und dann auch das Geld gut investieren. Ja, es ist ganz simpel. Man muss in Afrika das Rad nicht neu erfinden. Man muss eine normale Wirtschaftspolitik betreiben. Dann würde Afrika auch kommen. Es hat es ja schon ein bisschen gegeben in Ruanda, hat es ja 800.000 Tote gegeben 1994. Das war auch zwar eine ethnische Sache zwischen Hutus und Tutsis, es war aber auch massiver Ressourcenmangel, weil Ruanda hat die höchste Bevölkerungszahl in Afrika, also die höchste Dichte, fast wie Tokio. Und darauf bewegt sich Afrika hin. Und dann sind auch Argumente völlig überflüssig, ich will jetzt nicht alle widerlegen. Ja, aber Afrika ist doch so groß und gucken Sie doch mal, pro Quadratkilometer sind da nur so und so viele. Ja, da ist aber die Sahara und die nimmt fast ein Drittel weg. Und da gibt es die Kalahari und da gibt es so viele Wüsten, da gibt es Urwälder, darunter ist ein trockener Boden. Nein, Afrika kann so viele Menschen auf gar keinen Fall ernähren und schon gar nicht mit der tollen Biolandwirtschaft. Das muss eine Massenlandwirtschaft werden, die also massiv produziert und nicht irgendwelche Produkte da eben produziert, die eben dann den Westen und die Konsumenten hier erfreuen und dann untergehen, wie es gerade Sri Lanka passiert, das ja jetzt Produkte in Biolandwirtschaft produziert hat, die das Land jetzt gerade als landwirtschaftlichen Exporteur um die Ecke gebracht haben und die eigene Bevölkerung nicht mehr ernähren kann. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, dass wir in Afrika so rangehen, einfach wirklich mal untergleichen, das aber auch hieße, dass wir nicht Afrika mit diesem enormen Schuldkomplex immer gegenübertreten. Ja, wir haben Kolonialismus dahin gebracht, wir sind an allem schuld. Wir sind nicht an allem schuld. Ja, wir haben sicherlich auch in Afrika Schaden angerichtet. Auch viel Schaden, auch vor allem einen psychischen Schaden, dass die Leute diesen kollektiven Minderwertigkeitskomplex gegenüber Europa hegen. Aber wir haben auch unter anderem eine Form der Infrastruktur hingebracht, ein Rechtssystem, Gerichte, die hingekommen sind, Krankenhäuser wurden gebaut, Medizin wurde dahin gebracht. Es war nicht alles nur Ausbeutung und Zerstörung. Das müssen wir auch mal klar vertreten, weil diese Debatten sonst immer nur laufen, schuldig und der andere harmloses Opfer, Statist kann nichts machen. Und Afrika muss endlich aufhören, in dieser Opferhaltung zu verharren, die es jetzt schon viel zu lange hat, und immer warten, dass entweder der Westen oder China kommt von außen und dieses Anspruchsdenken, ihr schuldet uns was aus der Vergangenheit.
Und das würde ich mir sehr wünschen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier heute mal sein durfte, weil ich gehe nicht mehr zu diesen Debatten hin, die von vornherein dann so laufen, dass die Afrikaner sich da hinsetzen an den Tisch und sagen, ja, ihr müsst jetzt reden, weil nur noch darum, wie viel Knete wir praktisch kriegen, denn ihr seid ja schuld an allem und da geht es nur noch um irgendwelche Summen. Nein, Afrika hatte 60 Jahre lang jetzt Zeit, irgendwie Strukturen zu legen. Das erste Land war ja Ghana, 1957 schon als erstes Land, also über 60. Und dann kam die große Welle 1960 mit vielen Unabhängigkeiten, mit Nigeria und diesen ganzen Staaten. Und es ist sehr wenig erreicht worden. Im menschlichen Alter geht Afrika jetzt in Pension und ist immer noch quasi am Anfang. Und da muss drastisch umgedacht werden. Das würde ich mir vor allem auch sehr von der Politik wünschen, die aber leider noch immer auf Nebenkriegsschauplätzen unterwegs ist, dass man auch da einen gewissen Realismus entwickelt. Und es würde Deutschland verdammt gut tun, weil die Frage Afrika, die Frage Migration, Bevölkerungsentwicklung in Afrika eine Schicksalsfrage für Deutschland sein wird. Also lassen Sie mich bei dem Punkt genau China nochmal ansetzen. Ein Kind wird in Afrika nie durchsetzbar sein, auch weil ich habe es im Nebensatz erwähnt, weil Männer sich eben auch über Kinder definieren, auch ihr ganzes Wesen, das ist wichtig. Kinder sind Reichtum, auch ist ja auch Reichtum, aber eben nicht in dem Maß. Es war ja auch, und ich verstehe auch vollkommen, die Leute sind dann immer so, fühlen sich unglaublich, ja, aber müssen doch verstehen, das ist die Altersvorsorge, ja, als ob ich das nicht wüsste. Natürlich sind Kinder Altersvorsorge, aber so kann man doch nicht eine moderne Gesellschaft gründen oder in modernen Staat kommen. Es muss Leuten begreifbar gemacht werden, dass sie einfach bessere Entwicklungschancen mit drei Kindern haben. Das ist ja das erste Ziel. Lateinamerika und Asien haben es geschafft, in den 70ern von 4 auf 2 zu gehen, innerhalb von einer Generation. Aber es ist am Zurückkommen, sehr stark zurückkommen, ganz stark. Also die Lufthansa hat eine massive Präsenz. Im südlichen Afrika fliegt inzwischen übrigens, kann ich ein bisschen Werbung machen, auch die Victoria-Fälle an. Man kann also über Windhoek direkt an die Victoria-Fälle weiterfliegen und sowas. Das machen sie nicht, das ist die einzige Airline, die das macht. Haben also erkannt, da ist enormes Potenzial. Afrika hätte auch ein tolles Potenzial, wird aber auf Dauer nicht so eine Art Zoo sein können mit Nationalparks. Du hast mal die Leute nach Masai Mara und so bringen, das muss schon eine Art auch anderer Tourismus sein, wie in Südafrika. Nicht, wo auch der Mittelstand dazukommt und nicht so ein paar Leute, die dann eben in staatlichen Reserves, Tierreservaten, dann die Top-Touristen von Übersee bekommen. Es muss auch da breiter aufgestellt werden. Südafrika hat das geschafft. Liegt auch ein bisschen daran, ist auch sehr stark weiß noch der Tourismus, weil natürlich die Leute stärker wissen, die auch mehr in unserer Kultur leben, was jemand möchte, der aus Europa kommt. Weil viele auch glauben dann, ja, dann müssten doch auch die Leute eigentlich, wenn sie aus Europa kommen, mal dieses ganze soziale Elend sehen. Ja, das ist ja auch schön, sollen sie auch sehen. Aber es wird kaum einer 3 Wochen nach Südafrika kommen und von Township Weltbesiedlung zu Weltbesiedlung reisen. Also da müssen die auch realistisch werden und gucken, wo passt das alles zusammen. Und das ist also am Kommen, wollte ich nur sagen. Es gibt auch da 2 Entwicklungen in Afrika. Im südlichen Afrika läuft es wieder gut. Und im Westafrika ist die Situation ziemlich verheerend durch das Vorrücken des Islam, den wir ganz rausgelassen haben. Man braucht Stichwort Boko Haram. Die Gegend ist quasi kollabiert. Also Timbuktu ist ja auch, war ja auch teilweise überlaufen, war eine alte Kulturstätte, wird von Franzosen nicht mehr aufgesucht. Die sind alle nach Indochina weitergereist. Die Sicherheitslage ist dramatisch. Und es gab ja auch mal im Horn von Afrika, aus Somalia, die Übergriffe auf kenianische Touristencamps und ähnliches. Auch das ist weiterhin eine Sorge. Also das ist eben diese Zweiteilung Afrikas. Das Potenzial auch da groß, erschlossen in Namibia, Südafrika, Simbabwe, auch ein bisschen Mosambik und dann nach Kenia rein mit den Tierparks und der Rest des Kontinents ist quasi unerschlossen oder geht als Sicherheitsfragen runter. Ich war gerade im Kongo, da war ich auch mal, ich weiß noch, vor 10 Jahren mal, das Tourismusministerium wollte, dass ich den Kongo ein bisschen vermarkte. Ja, es gab nun herzlich weniger, wo soll ich denn jetzt hin? Dann wurde mir da der Sarkophag von dem Kabila anempfohlen, dem Staatschef, der dann, ist ja nur, ob das so eine große Touristennummer ist. Dann ging ich zu den Kongo-Schnellen und da wurde ich dann mit Maschinengewehren also weggedrängt. Sollte ich weg, ab hier, hast nichts zu suchen. Also das war die 2. Touristenstelle, war nicht so toll. Also es müssen solche Länder müssen natürlich mal entwickeln ihren Tourismus überhaupt mal. Die müssen wissen, was wollen die Leute, können sie reisen, fehlen ja die Straßen, es fehlen die Mietautos, es fehlt alles. Und das ist eben, das muss sich dann von Südafrika eben in den Kontinent hoffentlich auch reinbegeben. Es wäre toll, wenn es funktionierte. Letzter Punkt vielleicht noch dazu, weil es auch ein positiver Aspekt ist. Es gibt eine
Eisenbahngesellschaft, Rovos heißt die. Und die hat jetzt wirklich was Außergewöhnliches, macht die. Das ist ein unglaublicher Unternehmertyp, ein Bure. Der hat jetzt eine Eisenbahnlinie von Dar es Salaam rüber nach Lobito in Angola, also vom Indischen zum Atlantischen Ozean. Und der ist davor, diese Strecke, die ist verfallen gewesen, da wurde mal der Kupfer abtransportiert, hat der mit einer Lore die ganzen Sachen aus den Schienen rausgeholt. Und da laufen jetzt wieder die ersten Touristenzüge rüber. Unglaublich eigentlich, dass ich finde das eine super Leistung, weil damit wird touristisches Hinterland erschlossen. Die sind natürlich begeistert, die Leute. Jetzt kommen da die ersten kleinen Hotels. Man muss jetzt irgendwie auch ein bisschen was über die Gegend erzählen, damit die Touristen auch ein bisschen bei Laune gehalten werden. Die können da ja nicht nur einfach im Zug da durchschippern. Also es ist fantastisch, das, was theoretisch sein könnte. Man braucht aber auch echte Abenteurer, die sowas machen. Kostet viel Geld, dann darf Corona nicht dazwischen kommen. Dann wird so eine Investition sehr schnell defizitär und geht vor die Hunde. Nein, es ist eben, das zeigt vielleicht nochmal das Beispiel auch, Tourismus wäre eine schnelle Hilfe für Afrika, weil man braucht nicht große Sachen. Das ist eine schnelle Sache, die man aufmachen kann. Aber die braucht eben auch dann Unternehmergeist. Ich will jetzt auch auf keinen Fall jeden Helfer in diese Kategorie, der will sich nur selber gut fühlen, stecken. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass da auch wirklich viele engagierte Leute sind. Wir haben auch hier vorhin Ärzte ohne Grenzen gesprochen. Ist mit Sicherheit eine hervorragende Hilfsorganisation. Die sagen auch mal, wir haben jetzt zu viele Gelder, wir können gar nicht mehr aufnehmen, hört mal auf. Als da auch als Ebola war und ähnliches. Also das ist wirklich, da gibt es, muss man wirklich differenziert drauf gucken. Weil ich erfahre auch sehr viel Zuspruch aus der Entwicklungshilfeindustrie. Es ist schwer an so einem Abend das genau runterzubrechen. Ich würde es schon, weil ich ja über Trends rede, sehe ich es eben eher als negativ, weil Afrika nur, weil wir können nicht genug helfen. Wir können nur sehr punktuell helfen, es muss also aus dem Kontinent kommen. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, so auch wenn Angelina Jolie und so da runtergehen und dann mit ihren Projekten, auch sie hatten Sambia oder in Malawi große Projekte, hat ja auch Kinder adoptiert. Also das ist eine Form von Hilfe, die eher das, was Sie eben richtig beschrieben haben, stärkt, dass Afrika immer Hilfe braucht. Dieses ganze Hilfe, Hilfe, das macht ja Leute auch müde. Auch jetzt wieder, jetzt ist gerade die Geschichte Hungersnot, Nordkenia, Südsomalia, wieder die Regenfälle aus, jetzt geht das wieder los, denken die Leute, Hungersnot, das hätten wir nicht genug an der Backe mit der Ukraine und Ähnlichem. Also man muss auch dieses Narrativ, kann man nur brechen, indem man genau das auch macht, dass man eben die Hilfe viel konkreter gestaltet, eben was ich so ein bisschen vorgeschlagen habe, dass man Zeitlimits setzt, dass man Leute runterbringt und sagt, ihr geht runter, aber nach 3 Jahren muss da eine Bürokratie ein bisschen entstanden sein, müsst ihr mindestens 10 Leute ausgebildet haben beispielsweise. Wo ich sehr für bin weiter, Ärzte sollten ruhig weiter kommen in jedem Fall nach Afrika. Wir haben auch viele Deutsche, die da eben sehr viel praktische Erfahrung sammeln, weil die gehen auch in Gebiete, wo kein Afrikaner häufig hingeht. Die sind lieber in Städten und oftmals sind es die Weißen, die dann auch bereit sind, in wirklich üble Gegenden auf dem Lande auch zu gehen oder auch in echt kriminelle Townships und Ähnliches. Also es ist so ein bisschen das ambivalente Bild. Hilfe kann helfen, aber die muss wirklich, man muss gezielt drauf gucken und dann und auch die die Hilfe, die eben rein so humanitär auch selber sich selbst beweihräuchernd, die muss einfach, da muss man auch ganz klar sagen, das ist keine Hilfe für Afrika. Ihr bedient da praktisch Klischees und im Endeffekt geht es euch doch nur darum, dass ihr zeigen wollt, was ihr Tolles da in Afrika abliefert. Und das ist sicherlich, also finde ich, sicherlich nicht, da sage ich auch nichts Neues, was Afrika braucht. Nicht? Also ich hoffe, dass ich heute ein bisschen dazu gesagt habe, wo es klappen könnte. Deswegen denke ich auch immer, solche Veranstaltungen müssten eigentlich bestimmte thematische Schwerpunkte haben, wo ich mal ganz konkret sagen könnte, also zum Beispiel Medizinsektor, was ist da zu machen, was bräuchte Afrika dringend? Und dann könnte man auch mal solche Punkte ansetzen wie, dass in Südafrika hat ein brillantes Privatkliniksystem. Das wird aber unterminiert von der Regierung, weil sie meint, das würde so eine Privilegiengeschichte sein, nur den Leuten, die Geld haben, zugutekommen. Natürlich, die Politiker schicken ihre ganze Familie selber dahin, aber nach außen hin setzt man sich hin und sagt, wie schlimm das ist, dass es privilegiert ist. Was machen diese Firmen auch? Sie expandieren nicht mehr in Südafrika, sie gehen wie Mediclinic oder Netcare, gehen dann nach England oder in die Schweiz oder in den Nahen Osten und kaufen sich da ein, weil sie einfach nicht gewollt sind.
dann heißt es immer, das ist dasselbe Syndrom, immer die Weißen sind ja nur, helfen ihrer untereinander. Völlig, denke ich, Unfug, weil da muss es anfangen und auch weit mehr als die Hälfte dieser Leute, die diese Privathospitäler nutzen, sind Schwarze. Es ist ja nicht so, dass die Schwarzen da nicht irgendwie aufgestiegen wären, auch zum Teil. Es gibt ja durchaus auch eine schwarze Schicht, die unendlich dankbar ist, dass sie diese Hospitäler hat. Und die auch deswegen bleibt, weil es eine medizinische Versorgung in Südafrika gibt. Also es ist, wie gesagt, gerade bei so einem Beispiel zeigt sich eben, wie genau man drauf gucken muss, um diesem Thema gerecht zu werden. Schwarz und Weiß wird in Afrika ganz offen von der Bevölkerung gebraucht. Zeitungen, Menschen sprechen von Black and White. Das ist hier eine Marotte in Deutschland geworden, weil wir offenbar, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, irgendwie das Schwarz eben anders definiert haben. Ich benutze ja, wenn schon, Schwarzafrika bewusst. Es gibt das nördliche Afrika, eben das arabisch geprägte Afrika, nördlich vom Sahel, dann kommt die Sahara und dann kommt Schwarzafrika. Deswegen habe ich mich, ich habe im ARD als Gutachter gewirkt für so Objekte und so, deswegen habe ich immer gesagt Subsahara. Genau, das ist die heute korrekt, aber ich kann Ihnen sagen, da wissen schon wieder viele nicht, die eher ein bisschen oberflächlich sind, was jetzt genau gemeint ist, Subsahara. Wenn die, dann wissen Sie, jetzt spricht er über das Afrika eigentlich südlich, wenn bei Schwarz. Weil es ist auch homogen. Es ist zu 99% ist die homogenste Region der Welt. Warum man das jetzt nicht mehr beschreiben darf? Übrigens, die Zeitungen benutzen es auch zum Teil noch. Die Neue Zürcher benutzt es noch immer. Also es ist eine sehr ambivalente Sache. Also es ist von, genau, nicht? Also es ist von einer Sache geprägt, vorgeprägt. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass ich mich jetzt an die Definition bestimmter Gruppen halten muss, die noch gar nicht irgendwie von der allgemeinen Bevölkerung unterstützt werden. Ja, und man gibt ihnen damit Munition. Und sie haben selbstverständlich. Wenn man da sozusagen sagt, da ist man raus, da kann einen keiner von eigentlich jeglicher Religion, politischer Strömung, Geschlecht anpinkeln, muss ich mal so sagen. Und das kostet mir Nerven. Also ich mag nur Debatten, dass man grundsätzlich mal spricht, es wird natürlich auch niemand in Afrika stören, das Wort Schwarzafrika, das meinen schwarzen Freund mal erzählt. Was seid ihr verrückt geworden? Nicht? Die sehen das überhaupt nicht. Die wissen überhaupt nicht, dass das hier eine Debattengrundlage ist. Die würden auch die Diskussion, die mir den Shitstorm eingebracht hat, dass Afrika eben nicht die Produktionsmethoden und auch die momentan diesen Drive in die Moderne hat, das sehen die selber. Die fühlen sich dadurch überhaupt nicht zurückgesetzt oder rassisch diskriminiert, denn das ist eine Sache, die gelöst werden muss. Aber hier wird die Debatte ja sofort abgewürgt, damit überhaupt nicht über solche Sachen gesprochen werden kann. Wie auch das Thema, das schiebe ich jetzt einfach mal ganz schnell noch rein, André, wie auch das Thema Bevölkerungsexplosion. Es sind zu viele Menschen in Afrika. Wenn man das anspricht, heißt es, wer bist du denn, den Leuten sagen zu müssen, wie viele Kinder sie haben? Sage ich gar nicht. Ich kann nur sagen, mit 5 Kindern wird Afrika an die Wand fahren. Die müssen mindestens runter auf 3 Kinder. Sagt man, das gilt man als Neokolonialist, weil man angeblich den Leuten Vorschriften macht. Also ist der Mittelstand, wir fahren mal nach Kamerun, die Intellektuellen, die haben maximal 2 Kinder. Die Intellektuellen, genau, oben. Aber es ist immer noch in Afrika, also ich gucke mir Nigeria als das Land an, da gibt es jetzt 220 Millionen, die haben es geschafft von 1960, damals waren es 6,3 auf 4,9. Das ist so der Schnitt ich rede nachher noch mal ein bisschen über Niger, da sind sogar im Schnitt 7 Kinder. Es ist unglaublich sehr unterschiedlich und die Oberschicht, klar, da ist auch die alte Regel, dass Wohlstand dann weniger Kinder schafft, aber das ist leider, da es zu wenig Wohlstand in Afrika gibt, nur in einer ganz dünnen oberen Schicht ausgeprägt.